Eine Materie, die man nicht sehen oder fühlen kann. Existiert das überhaupt? Und woraus müsste diese bestehen? Unter dem Begriff verstehen Physiker eine noch hypothetische Form von Materie, die es in großer Menge im Weltall geben müsste, die man aber nicht sehen kann. Die dunkle Materie unterscheidet sich damit grundlegend von der uns vertrauten Materie, die aus Atomen besteht. Diese reagieren auf Licht und lenken es um, weshalb wir aus Atomen aufgebaute Dinge sehen können. Bei dunkler Materie ist es anders. Sie reagiert vermutlich gar nicht auf elektromagnetische Strahlung. Bemerkbar macht sie sich wohl nur durch ihre Schwerkraft. Unter anderem verändert sie die Bewegung von Galaxien und Galaxienhaufen. So kamen Forscher darauf, dass es die dunkle Materie geben müsste. Aber woraus besteht sie? Viele Experten vermuten, dass die dunkle Materie aus bisher unbekannten Elementarteilchen zusammengesetzt ist. Beispielsweise sogenannten WIMPs oder den Axionen. Ob es diese Teilchen wirklich gibt, ist aber noch unklar. Eine Alternative wäre, die Gesetze der Schwerkraft zu verändern. Doch auch diese Idee kämpft mit Problemen, weshalb das Rätsel fürs Erste ungelöst bleibt.